dem Gesundheitswirtschaftskongress in Hamburg und sprechen mit Dr. Klaus Wedemeyer, Leiter des Referats Demografie und Digitalisierung des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Gesundheits-, Sozial- und Wohnungswirtschaft – Win-Win im Interesse älterer Menschen. So der Titel einer Veranstaltung hier auf dem Kongress. Wo sind denn die Schnittmengen dieser drei Wirtschaftszweige zu sehen? Die Schnittmenge ist der Mensch-Mieter, der einmal in seiner Rolle als Mieter bei unserem Wohnungsunternehmen, einmal aber auch als Patient oder zu Pflegender bei den Kranken- und Pflegekassen. Unsere Wohnungsunternehmen haben das Interesse, einen Mieter, auch wenn er krank wird oder wenn er nicht mehr so gut laufen kann, bis ins hohe Alter und auch eigentlich bis zur Pflegestufe 2, in der angestammten Wohnung zu halten. Und die Gesundheits- und Pflegewirtschaft kann als Kooperationspartner dazu verhelfen, dass dies auch zu realisieren ist. Wenn man das sich anguckt, was kann denn die Wohnungswirtschaft da konkret tun, um älteren Menschen ein autonomeres und selbstbestimmteres Leben zu ermöglichen? Ganz konkret kann die Wohnungswirtschaft tun, und sie macht es auch schon seit vielen Jahren. Einmal kann sie die Wohnung barrierearm gestalten. Zum Zweiten kann sie aber über Verträge mit Dienstleistungen oder auch mit eigenen Kräften, mit ehrenamtlichen Kräften Services organisieren. Brötchenservices, Einkaufsservices, Beratung zur Pflege, Beratung zur Wohnungsumbau, in Kooperation mit der Pflegewirtschaft auch Anlaufpunkte im Quartier schaffen, damit die Wege für die Mieter möglichst kurz sind und wirklich ein Anreiz und auch die Möglichkeit besteht, dass die Mieter lange in ihren Wohnungen verbleiben können, ohne Komforteinbußen, aber eben mit dem guten Gefühl, weiterhin zu Hause leben zu wollen. Und genau das ist es, was die Mieter auch wollen, was sie auch in vielen, vielen Studien immer wieder ausgesagt haben. Also es geht vor allem darum, auch die Infrastruktur so zu gestalten, also wirklich das Quartier so zu gestalten, nicht nur die Wohnung, sondern das Umfeld so zu gestalten, mit Unterstützung der Wohnungswirtschaft, dass der Mieter einfach länger dort leben kann, selbst wenn er in eine Pflegebedürftigkeit kommt. Darum geht es, dass er möglichst selbstständig weiterhin wohnen kann, dass er, was er nicht mal selbst machen kann, Hilfe findet, Unterstützung findet, jemanden anrufen kann. Das kann auch dazu führen, dass Wohnungen mit technischen Assistenzsystemen ausgestattet werden, die dann dem dazu verhelfen, bestimmte Funktionen in der Wohnung besser steuern zu können oder besser und schneller Hilfe rufen zu können, bis hin, aber dass es nicht technisch Zukunftsmusik, aber leider noch in der Praxis Zukunftsmusik, bis auch die Wohnung, sondern ein echter Wohnungs- und Gesundheitspflege- und Gesundheitsstandort ist, in dem beispielsweise Vor- und Nachsorge Maßnahmen vor oder nach Krankenhausaufenthalten über technische Systeme in der Wohnung möglich sind und auch über Telemedizin direkte Kontakte mit dem Arzt oder mit anderen medizinischen Personal möglich sind. Sie sagen, das ist technisch nicht mehr Zukunftsmusik, aber sonst leider schon. Was muss da noch passieren, damit das eben keine Zukunftsmusik ist, sondern das auch verfügbar wird für die Mieter? Ist das vor allem eine Kostenfrage oder was sind da die Hindernisse, die im Weg stehen? Es ist immer auch eine Kostenfrage. Der Status heute ist so, dass der Einbau und der Betrieb von Assistenzsystemen nur in sehr eingeschränktem Umfang vom Pflegehilfsmittelkatalog abgedeckt ist. Das heißt, die Pflegekassen zahlen eigentlich nur für den Notruf. Für andere Assistenzsysteme sieht der Hilfsmittelkatalog leider keine Möglichkeiten vor. Hier ist unser Wunsch und die Forderung, natürlich mehr Systeme, die auch wirksam sein müssen, in diesen Katalog aufzunehmen, um den Menschen in
in seiner Wohnung dann auch die entsprechende Unterstützung zu geben. Eine andere Forderung, die wir haben, ist, auch den Ärzten, die Fernberatung vornehmen wollen, entsprechende Vergütung, beispielsweise im Rahmen einer neuen Reform des E-Health-Gesetzes zuzugeben. Das jetzige E-Health-Gesetz sieht zwar schon Videosprechstunden vor, aber es ist noch immer nicht die Regelversorgung, die ein Mensch hat, wenn er in die Arztpraxis selbst geht. Also es geht darum, die Sprechstunde möglichst in die Wohnung oder zumindest ins Quartier, das kann dann auch eine eigens dafür errichtete Wohnung sein, zu verlagern, um Wege kurz zu halten und einfach den Menschen auch mehr oder die maximale Lebensqualität geben zu können. Zum Beispiel ein zentraler Anlaufpunkt, wo dann eine Videosprechstunde durchgeführt werden könnte, wenn zum Beispiel die technischen Voraussetzungen in der einzelnen Wohnung nicht gegeben sind, aber vielleicht zentral für eben 100 Mieter, 200 Mieter, die drumherum sind. Zum Beispiel bei der Wohnungsgenossenschaft Freiheit in Halle wird gerade ein solches Zentrum eingerichtet. Das heißt, es ist schon eingerichtet, der Mieter kann dorthin gehen, es können Vitaldaten übertragen werden und es ist auch die Möglichkeit gegeben, mit dem Arzt zu sprechen. Aber solche Projekte finden leider immer nur in Form geförderter Projekte statt, im Rahmen bestimmter Förderprogramme. Und eine Überführung in die Regelversorgung gibt es leider noch nicht. Und immer wenn solche Förderprojekte auslaufen, besteht auch immer die Gefahr, dass eben diese Services auslaufen, das heißt einfach nicht mehr stattfinden. Also noch viel zu tun, auch für die Politik. Und Sie sind aktiv daran, da auch ein bisschen nachzuhelfen und die Forderungen, den Forderungen Gehör zu verschaffen. Wir sind aktiv daran, auch Überzeugungsarbeit zu leisten bei den Pflege- und Krankenkassen, dass doch solche Systeme und auch, dass eine Fernberatung positiv ist für die Krankenkassen und Pflegekassen. Natürlich muss dafür dem Arzt eine Fernberatung durchführen, denn auch entsprechendes Honorar gezahlt werden. Aber wir glauben, dass angesichts des demografischen Wandels es gar keine bessere Alternative gibt, als da, wo es nötig und sinnvoll ist, den Gesundheitsstandort vom Krankenhaus oder von der Arztpraxis in das Quartier, vielleicht sogar in die eigene Wohnung, über technische Hilfsmittel zu verlagern. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. All nurses to the nurses station. All doctors to the ER.